So, herzlich willkommen zurück zu In Silence oder jeder, der neu dazugeschaltet hat, herzlich willkommen überhaupt. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen guten Tag gehabt. Wir sind dieses Mal das Monster, letztes Mal Überlebender. Wer es nicht gesehen hat, kann sich die Folge gerne noch angucken, war recht witzig. Ach, ich spiele schon! Oh Gott, mehr Vision habe ich nicht. Okay. Wir haben hier ein Ausrufezeichen, wir haben da ein Ausrufezeichen, wir haben da einen Baum, sind fast gegengelaufen. So, dann wollen wir mal schauen. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Das sind aber bestimmt die Krähen, ne? Ne, ist jetzt mehrfach gewesen. So, wir spielen mit Jasmin. Jasmin ist heute Überlebender. Ja. Und Jasmin ist wirklich Überlebender, weil sie fühlt sich im Körper eines Mannes. Sehen wir, wenn wir sie finden. Meine Vision ist echt nicht schön. Ich sehe leicht verschwommen. Liegt am Alkoholmissbrauch, den wir betrieben haben. Das kommt von dem giftigen Trinkwasser, die ich genommen habe, da aus der Fabrik. Seitdem habe ich so ein leichtes Aggressionsproblem. Und bin riesengroß. Okay, hier habe ich schon mal ein Radio. Wenn du Radio, Fernseher und sowas findest, die kannst du anmachen. Quasi um mich zu triggern, abzulenken so gesehen oder irgendwo wegzulocken. Hast du eine Knarre? Au! What the fuck? Au! Aua! Ich bin Half-Life. Wo hast du die Knarre her? Nein, das war daneben. Das war daneben. Wie doof ist das denn? Ich bin gegen die Wand gelaufen. Wieso hast du eine Waffe? Ich heule schon. Ich habe eine Dreiviertelstunde eine Knarre gesucht. Ich habe nichts gefunden, ne? Ich habe gar nichts gefunden. Ein paar zweitklassige Autoparts, aber... Von ATU. Für teuer Geld musste ich mir kaufen. Was? Wieso hast du eine... Aua, wo bist du? Jetzt aber! Ich bin... Are you fucking kidding me? Ich hab 2 Minuten 33 überlebt. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich vollkommen verarschen? Wieso hast du überhaupt eine Knarre? Ich hatte eine scheiß Bärenfalle. Eine. What the fuck? Das ist doch so ein Witz. Oh Gott. Ey, du willst mich doch verarschen. Vor allem, ich hatte dich doch. Wieso hast du das überlebt? Ja, pass auf, nochmal. Weil ich mit B gemacht habe, ich konnte mich entlösen. Das ist ja ein Witz. Weißt du, ich bin da na, über eine halbe Stunde sneaky peaky unterwegs, ne? Such krampfhaft irgendwelche Autoteile bei ATU zusammen. Kauf die noch für teuer Geld. Gib die letzten Pfandflaschen ab, um den letzten Reifen zu bezahlen. Und jetzt darf ich dich killen. Hast du auch aufgenommen? Ja, ja. Ja. Gut. Mach mal bereit. Ich versuch's nochmal. Das ist ja ein Bild. Hattest du die Knarre von Anfang an? Mhm. Das ist so. Ja, hast du gesehen im Startbildschirm? Mein Rattenbuddy? Okay, letztes Mal ist er nicht so gut gelaufen. Töte die Überlebenden. Wir haben glücklicherweise nur einen, aber der ist scheinbar gewieft. Hast du schon wieder eine Knarre? Ich frage für einen Freund. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich überhaupt finden will. Vielleicht lasse ich dich auch einfach entkommen. Können wir nicht einen Timer einstellen? Ich bewache das Auto und verstecke mich irgendwo. Das ist jetzt aber... Okay, das war ein Geräusch, aber ich glaube, das war eine Krähe oder irgendwas. Ja, das ist eine Krähe. Bin ich mir sicher. Krähen. Noch ewig weit weg irgendwo ein Geräusch gewesen. Jasmin. Mäuschen, mach mal Piep.
Ich bin's, dein guter Freund Mr. Splinter. Der Rattenkönig von Hameln. Jasmin, du alter Rattenfänger, wo bin... Aua! Willst du mich? Warum? Komm her, hier. Nom, 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 nom. Sie hat sich befreit. Ja genau, sie kann auch instant rumballern. Du kranke Sau. Wo holst du die Knarre immer her? Ich will dich gar nicht mehr töten. Kann ich hier irgendwo eine Ratte oder irgendwas essen, damit ich wieder ein bisschen Leben kriege? Da? Bei mir sieht's aktuell nicht gut aus. Wie viel Munition hast du denn, wenn ich mal so fragen darf? Au, ah! The fuck? Ey, noch ein Hit und ich bin schon wieder down. Du willst mich doch vollkommen verarschen. Wer jagt denn jetzt hier wen? In den Märchen hast du immer eine Flöte. Nein, das war daneben. Ich kann auch nicht lenken, wenn ich hier dran vorbeilaufe, ne? Nee. In den Märchen hast du immer eine Flöte. Seit wann hat der Rattenfänger eine Schrotflinte? Mann, wie sie sich einfach da verschanzt, weißt du, versteckt sich hinterm Stein, gehockt und lädt danach wie so ein Großwildjäger. Okay, hier ist dein Auto. Können wir das irgendwie sabotieren? Ich will gar nicht hier irgendwo stehen bleiben. Kann ich auch in der Hocke gehen? Nein. Irgendwo hier muss sie sein. Okay, da war sie. Wo bist du? Du musst hier irgendwo stehen. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Aua! Alter Schwede, wieso hast du eigentlich eine Knarre? Das ist so unfair. Game over, Baby. Schon wieder gewonnen. Das ist ja richtiger Bitz. Vor allem, ich habe nur diese komischen, ich kann springen und ich kann diesen blöden Angriff machen, der scheinbar gar nichts bringt. Darauf erstmal eine Tüte Chips. No. Siegerships. Von Lorenz. Lorenz. Crunchips. Wir crunchen richtig. Ja, ist schon eine crunchige Angelegenheit, ne? Ja, für dich nicht. Nee, für mich nicht. Hat sich ausgecrunched in meiner Welt. Willst du nochmal tauschen, oder? Nee. Ich schaff das noch. Ich bin da optimistisch. Alter Rattenfänger von Hameln, ey. 2 Wochen im Ghetto von Oldenburg, weißt du? Und die weiß genau, wie man mit einer Knarre umgeht. Ja, Oldenburger Hinterhof, ne? 3 Stunden Autofahrt hat sie gehabt hier bis zum Wald. Gereizt ist sie. Bist du schon wieder bewaffnet? Vielleicht. Oh, hast du jetzt mal ganz, also Real Talk. Hast du die Schrotflinte von Anfang an? Ja. Und warum? Hätte ich die auch haben können? Ja. Hast du das eingestellt? Natürlich. Toll. Bin ja nicht so doof wie du. Ja, nee. Ich bin mit meiner Bärenfalle auf Großwildjagd gegangen. Ich habe auch die ganze Zeit, ich bin davon ausgegangen, ich kann Bärenfallen hier auch noch finden, ne? Aber ich habe eine blöde Bärenfalle gehabt und ansonsten konnte ich nur die Autoteile finden. Die du wahrscheinlich nicht mal suchen würdest, oder? Nö. Warum auch? 4 Schuss und ich bin down. Das sind Krähen. Mäuschen, mach mal piep. Nö. Schieß doch einfach mal in die Luft. Ich finde da ziemlich... Also, ich bin ja Pazifist, ne? Ich bin ja gegen Waffen, muss ich jetzt ehrlich sagen, an dieser Stelle. So gar nicht. Es wäre schön, wenn du auch gegen Waffen wärst. Jasmin, Gewalt ist keine Lösung. Wir können über alles reden. Nö. Wie wär's mit einem 4-Augen-Gespräch ohne Waffen? Nein. 15 Uhr, komm allein auf den Spielplatz, aber ohne Treten. Ah,
Hier war noch ein Geräusch. Vor allem, ich hätte dich die letzten Male nicht mal gefunden, hättest du nicht auf mich geballert, ne? Ich habe ja durch Schießen erst gewusst, in welcher Richtung, also wo du genau bist. Ich wäre sonst eiskalt an dir vorbeigelaufen. Eiskalt. Eiskalt. Ich laufe hier hin und her von Ausrufezeichen zu Ausrufezeichen. Hast du Krach gemacht? Eine Mauer? Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Ratte. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Ratte. Guckt euch mal die Ratte an, wie die Ratte springen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Ratte. Mitten in der Nacht werde ich wieder wach. Will ein Menschen-Snack. Die Jasmin hauen wir jetzt weg. Optimistisch durch die Nacht, bis der Morgen wieder erwacht. Wo bist du denn? Weg. Weg.de? Mhm. Shoppst du wieder auf Eis.de? Auf oh. Oh! Nein, daneben und ich hänge am Stein, bitte nicht schießen! Ich bin Pazifist! Ich kann dich nicht angreifen! Ah, lol. Ja, herzlichen Dank dafür! Ich muss erstmal weg. Ja, ich bin schon wieder Half-Life. Ey, da hockt die da wieder am Straßenrand und wartet. Läufst du überhaupt im Dunkeln? Nö. Hockst du, ohne Witz, das ganze Spiel sitzt du einfach da und wartest, bis irgend so ein Trottel, in dem Fall meine Wenigkeit, ja, vorbeikommt und sich sagt so, oh, die snack ich jetzt. Ja. Hä? Versuch dein Skill. Ich weiß halt nicht, wie genau diese Schrotflinte schießt, aber bis jetzt hast du mich halt immer getroffen, ne? Hat die Auto-Aim oder so? Ey, die musst du immer nachladen. Was denn? Ich kenn mich da nicht mit aus. Auto-Aim heißt, dass die alleine zielt. Nein. Die Auto-Aim. Nee, ich muss immer nachladen. Das war gut. Tut mir leid, dass ich darüber gelacht habe. Oh. Es kam halt echt so stumpf raus eben. Wo bist du denn? Hast du eben geschossen oder war das Donner? Das war Donner. Hä? Du warst doch hier irgendwo. Eine Frage, seit unserer letzten Begegnung, das Date lief ja nicht so schön, bist du seitdem gelaufen? Ja, musste ich ja. Ah, lol. Wie viel Munition hast du noch? Weiß ich nicht. Hast du keine Anzeige? Doch, 6. Du hast noch 6 Schuss? Willst du mich verarschen? Nö. Lol, hier liegt eine Bärenfalle. Die hat noch 6 Schuss. Ey, ich brauche nur noch 2, bis ich tot bin. Bist du in einem Haus? Vielleicht. Also nein. Das ist ja... Noch 6 Schuss. Bis jetzt war jeder Schuss ein Treffer. Das ist ja richtig kacke. Das wäre ja herrlich, wenn ich so 9 Schuss aushalten würde, ne?
Kannst du einen Schuss abgeben, damit ich so weiß, wo deine Richtung ist? Ganz bestimmt. Ja, du hast doch noch genug Schuss. Du brauchst nur noch 2 Treffer. Nope. Ich denke mal, du würdest mir auch nicht sagen, wenn du mich siehst, ne? Toll. Ja, danke. Ich hänge am Stein. Sehr lieb. Schön, dass du mir eine Chance gibst. Obendrauf die Sau. Komm her, ja. Jetzt hast du mich, glaube ich. Ich hatte nicht mehr viel. Scheiße. Ja! Jasmin ist gestorben. Mhm. Ich bin unstoppable. Ach komm, du hast einmal gewonnen jetzt. Ja, der lädt so langsam nach, deswegen. Es macht nichts, ich war ja auch eine halbe Stunde am Stein, am Stein gestunt. Am Stein. Am Stein gestunt. Wolltest du die Konstellation nochmal machen? Wollen wir nicht morgen nochmal? Ach ne, morgen geht er nicht. Ja, ist schlecht, ne? Also eine Runde noch und dann. Okay, eine noch. Okay. Guck mal, die machen wir 4 Runden, weil die erste und die zweite, die war ja nix, ne? Die war geil. Toll, ich habe 2 Minuten überlebt. 2 Minuten 33. Weil ich Skill hab. So. Oh, liebe Jasmin, hast du jetzt mal was anderes genommen als diese blöde Schrotflinte? Ich glaube, ich kann nichts anderes nehmen. Doch. Nee. Hab ich nicht. Drück mal die 2. Nee, da ist nix. Ja, ich weiß, aber hast du jetzt die Hände frei? Nee. Schade. Drück mal G. Geh selber. Nein, G. Drück mal G. Nein. Ich wollte gucken, ob du die Waffe vielleicht fallen lassen kannst. Dropdown. Drop. So, Hobby Galoppi. Wo ist denn die hübsche Frau, die mit dem Penis hier rumläuft? Und einer Penisverlängerung, so einer dicken Schrotflinte, ja, so einer Winchester. Aus einer britischen Kneipe geklaut. Wir hätten mal einen deutschen Wald nehmen sollen, ja? Da laufen weniger Leute mit Waffen rum, nur Jäger. Oh, Amerika ist da ein bisschen kacke. Das sind hier in Texas, wa? Texas. Suchst du denn mich oder suchst du denn aktiv eigentlich Autoteile, um zu fliehen? Ich such dich. Ah, okay, toll. Ich dachte, ich kriege hier eine Chance. Hast du auch eben gehabt? Nee, ich dachte, ich kriege hier, dass deine Main-Aufgabe ist, ich suche jetzt hier Autoteile, ich verpiss mich. Nee, ist nicht so mein Ding. Ich schraub das Level mal ein bisschen schwerer, aber... Naja, du bist froh, wenn du mir mal ordentlich in die Fresse schießen kannst, ne? Hallo. Endlich kann ich meinen Zorn über diesen Scheißkerl rauslassen. So klingt Jasmins innere Stimme. 35 Jahre rauchen und man hört's mir immer noch nicht an. Das Miese ist ja auch, du läufst ja neben den Wegen, ne? Vielleicht. Hä? Was denn? Ich krieg ja Ausrufe. Du schleichst wahrscheinlich auch nur durch die Gegend, wenn du dich überhaupt bewegen solltest. Du sitzt bestimmt irgendwo auf dem Baum. Hochgeklettert. Kann man da hochklettern? Linke Nummer, ey. Erstmal ausprobieren, kann man hier auf dem Baum klettern. Als ob das nicht schon schwer genug wäre mit dieser kleinen Vision. Nö. Ich glaube, wenn du am Baum stehst, Leertaste, dann kannst du aber einen Hochsitz bauen. Also dann kriegst du so ein Gerüst angezeigt und dann drückst du E. Wem willst du das erzählen? Mir? Nee, kannst du, wenn du musst zweimal Leertaste drücken. Ja, halt die Fresse gar nicht, ey. Ja, fürs Baummenü. Mhm. Kannst das Baummenü aufrufen. Dein Menü. Einmal die Speisekarte, bitte.
Mac-Menü. Mac-Menü. Die super Sparmenüs von McDonald's. Das ist auch schon eine Weile her, ne? Sparmenü in der Form gibt's gar nicht mehr wie früher. Sparen, was willst du denn da noch sparen? Ja, meine ich ja. Ich habe Benzin gefunden. Brauchst du Benzin für dein Auto? Ja. Ja, eine Scheune oben. Mhm. Komm doch her, ich bin auch weggegangen. Komm her und hol das Benzin in eine Scheune. Guck mal, ich helfe dir sogar. Ich gebe dir Tipps. Mhm. In der Scheune, sagt er. Hm. Welche Scheune? So relativ mittig von der Map. Ich sehe das nicht. Mach doch Taschenlampe an mit F. Mhm. Kannst du besser gucken. Nö. Ich bin im Dunkeln. Warum? Weiß ich nicht. Stehen hier im Dunkeln. Hm. Du warst duschen die letzte Woche, ne? Ja, riechst du das? Ja, ja, weil ich riech nix. Hätten wir mal eine Woche früher gespielt, dann hätte ich dich aber 100 Meter gegen den Wind gerochen. Vielleicht. Du musst mich auch mal töten. Du hast auch gar keine Angst, ne? In diesem Spiel. Nö. Du musst mal die Häuser durchsuchen, als Mensch. Du hast, du hast halt, du hast als Mensch, kannst du da Schubladen, Schränke und alles aufmachen. Okay, du hast auf mich geschossen, du hast mich auch getroffen, aber ich weiß nicht genau, wo du bist. Oh Gott, ach, Vögel. Jetzt hab ich mich erschrocken. Hey, ich bin an dir vorbeigelaufen, oder? Legit. Ja, muss ich ja, also du keifst dir da so einen weg. Am Auto irgendwo? Hallo? Der Anhalter durch die Zukunft? Können Sie mich mitnehmen? Ja, genau! Hockt die sich hier im Busch, der alte Camper! Jetzt hast du mich, glaube ich, gleich. Oh nein, das war so knapp! Oh. Ja, ungefähr da, so könnte sie jetzt sein, ne? Ach, wie lange hat denn das Ding Cooldown? Hallo? Wo bist du? Hat sich bestimmt wieder in irgendeinen Busch geschissen hier. Muss ich hier diese blöden Büsche durchsuchen? Hallo? Mist. Erde, wenn du mich hast, dann schießt er nicht. Das ist die Kacke. Miam, 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 miam. Ja, wie soll man. Ich hab dich gehört, aber wenn das Doofe ist, wenn der dich hat, ne, ja, dann kannst du nicht schießen. Hast du aber den Kopf verloren, ne? Mhm. Heikle Angelegenheit. Voll lustig, du bist so oft an mir vorbeigelaufen, ey. Ja, ohne. Ich hab das auch nur. Hättest du nicht gelacht, ne? Ich wäre weitergelaufen. Ich hab dich dann nicht gesehen in diesem blöden Busch. So, das war eine weitere Folge In Silence, diesmal als Monster. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Habt ein bisschen was zu lachen gehabt. Ich sag mal, die ersten 2 Minuten 33 waren schon hart. War geil. So, wir sehen uns gerne das nächste Mal wieder. Schaltet unbedingt wieder ein. Lasst gerne ein Like da für den Algorithmus. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Habe ich jetzt auch mal gesagt, sagen irgendwie alle.